mach alles kaputt. Du bist auch so ein Gelbersack, jetzt läuft er mir wieder durchs Bild. Ja, schön, Marc. Hallo, wir fahren jetzt gemeinsam zu Lukis Jahresprojektvorstellung. Ich bin total aufgeregt. Luki ist auch aufgeregt. Die sind jetzt schon an der Schule und wir fahren jetzt gemeinsam hin. Der Liam ist auch mit dabei und ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Luki hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, hat da sehr viel Zeit investiert zusammen mit Max. Das war ja sein Mentor oder ist sein Mentor. Die beiden hatten sehr viel Spaß, das zu konstruieren und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! So, da ist er, der Gianluca. Die Präsentation ist jetzt schon rum. Ich habe euch nicht rumgeführt, weil hier einfach zu viele Menschen sind, die ich natürlich nicht filmen kann. Aber es war richtig schön. Und ganz viele haben sich Lukis Projekt angeschaut und waren total begeistert. Und ich würde sagen, ich erzähle euch zu Hause dann nochmal ein bisschen. Die schließen nämlich jetzt hier gleich, deswegen sind die Lichter auch aus. Und ja, dann erzählen wir zu Hause noch ein bisschen. Ja. Okay. Also, bis später. Präsentation ist jetzt schon wieder um. Ich habe euch die Sachen jetzt gar nicht gezeigt, hatte ich euch ja gesagt, aber das war so ein bisschen schwierig für mich. Also die Rede von der Rektorin war auch total schön. Wollte ich euch jetzt auch noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar hat sie eben auch gesagt, zum Beispiel, dass man die Arbeiten nicht miteinander vergleichen soll. Das ist natürlich total wichtig, dass sich halt jeder individuell Mühe gegeben hat und eben so nach seinem Ermessen gearbeitet hat, sag ich mal so. Sie hat sich auch bei den Mentoren bedankt und bei den Eltern, denn die haben das natürlich auch mit unterstützt. Es waren auch ein paar Kinder dabei, die nichts gemacht haben. Die hat sie dann auch nochmal angesprochen, dass das natürlich sehr, sehr schade war. Und ja, ansonsten war die zweite Bürgermeisterin da, die hat auch nochmal eine Rede gehalten. Luki, seine Brüder waren da, um den Luki natürlich zu unterstützen. Ja, die zweite Bürgermeisterin, die hat auch nochmal was Schönes gesagt, und zwar, dass Bildungshunger und Wissensdurst keine Dickmacher sind. Das fand ich auch nochmal richtig schön. Und es führt zwar zu einer Zunahme, aber ja, die Waage, die misst quasi nur die Kenntnisse und das Wissen. Auch bei ja, die Waage, die misst quasi die Kenntnisse und das Wissen. Und das war echt sehr schön, was sie da gesagt hat. Und wie gesagt, den Eltern wurde auch nochmal gedankt, ne, dass wir die Kinder so unterstützt haben. Und ja, das war wirklich eine schöne Rede. Und jetzt bauen meine Jungs das hier ab. Ihr habt es gerade gesehen, der Bus steht vor der Tür, also unser Panzerauto. Und wir sind die Letzten hier. War ja klar, oder? Nee, hier muss noch was abgeholt werden. Und ja, das war wirklich richtig schön, Lukis Projekt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu Hause nochmal. Wir kochen gemeinsam eine Runde. Es geht ab. Max, du hättest die Blumen ja mal gießen können, ne? Guck mal. Voll verdörrt. Wegen dir. Luki, du brauchst heute eigentlich nicht zum Training zu gehen. Du bist ja hier am schweren Dingern schleppen Dingens. So, jetzt kommt die Glasplatte. Wer hat einen Plan? Hast du einen Plan, Max, oder hast du keinen Plan? Ach so, du schmeißt es einfach darüber, okay. 30 Euro, ne, die Glasplatte. Max ist Hulk. Max, pass bloß auf. Wenn nicht, dann hätten wir was für Pleiten, Pech und Pannen. Also, dann legen wir mal los. Der Max hat schon alles vorbereitet. Wasser hat er auch schon aufgesetzt. Sehr fleißig. Er wünscht sich dieses Gericht, und zwar Spaghetti Puttanesca. Das ist ein bisschen scharf. Der Alessandro isst nicht so gerne scharf und deshalb werde ich ihm noch was anderes kochen. Und es ist wieder aus meiner HelloFresh Box. Das ist jetzt meine vorletzte Woche. Also nächste Woche habe ich noch drei Gerichte. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt. Das sind die Zutaten, beziehungsweise so wird es zubereitet. Hier stehen die Zutaten, so rum. Und 35 Minuten sind dafür angesetzt. Also irgendwie geht es bei mir immer schneller. Ich weiß auch nicht. Ich schaue da zwar schon drauf auf diese Zeitangabe, aber wie gesagt, bei mir geht es immer recht fix. Und ich freue mich drauf. Ich habe nämlich mal wieder Hunger. Schon wieder.
Wie immer. Also, los geht's. Okay, let's go. Also hier auf meinem Spickzettel, da ist er, steht, dass ich die getrockneten Tomaten und die Oliven grob hacken soll und den Knoblauch abziehen und fein hacken soll. Der Max hat den Knoblauch schon abgezogen und ich kümmere mich jetzt hier um die Oliven und die getrockneten Tomaten. Und dann geht's weiter. Jawohl. Kapern habe ich jetzt mit lauwarmem Wasser abgespült. Dann habe ich Olivenöl rein in diese Pfanne und das restliche Olivenöl, das bei den Tomaten dabei war. Und jetzt muss ich das Ganze 1 bis 2 Minuten anschwitzen lassen, also die ganzen Zutaten. Dann kommt noch die Gewürzmischung dazu, die Chiliflocken und die Tomaten. Das Ganze 10 bis 12 Minuten köcheln lassen und in der Zwischenzeit quasi die Nudeln abkochen. Aber das machen wir jetzt noch zusammen. Oh mein Gott, es riecht so lecker. Jetzt kommen die Nudeln rein. In der Zwischenzeit köchelt noch ein bisschen die Soße. Und dann können wir essen. Yay! Wir lassen es uns jetzt schmecken. So sieht das Ganze jetzt aus. Und auf der Rezeptkarte sieht das Ganze so aus. Jo. Und es duftet so, so gut. Jawohl. Also, guten Appetit, Max. Der Alessandro hatte die Idee, mal einen Soda-Stream zu kaufen. Den haben wir jetzt bei Amazon bestellt. Wir verbrauchen nämlich, so wie man sich wahrscheinlich auch denken kann, sehr viel Wasser in der Woche. Und ja, das Hochschleppen der ganzen Wasserkästen ist halt echt anstrengend. Und deshalb war das Lissandros Idee. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, genau, super. Also ich fand ihn ja optisch nicht so schön, wenn ich ehrlich bin. Auch was die Mama wieder achtet, ne? Ja, und außerdem, diese Gasflaschen, die kosten ja dann auch nochmal. Aber der Lissandro hat mehrere Reviews geschaut. Okay, also der Lissandro hat gerade gesagt, so eine Gasflasche kostet 7,50 Euro. Und wie viel Liter kann man damit machen? Mindestens 50. Mindestens 50 Liter. Also gut. Ja, wie gesagt, er hat ganz viele Reviews dazu angeschaut auf YouTube. Jetzt bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, ob es Wasser schmeckt. Ne? Also Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Da ist die Mama ein bisschen pingelig, ne? Aber das Hochschleppen hier ist auch echt nervig. Wir verwenden ja nur Glasflaschen, also ich werde euch berichten. Was haben wir dafür bezahlt? Weißt du es noch? 130 Euro. Boah, ganz schön viel. Aber nach einer gewissen Zeit lohnt es sich ja dann wieder, ne? Ich glaube, ich hole jetzt mal den Max. Ich habe nämlich immer Angst mit solchen Teilen. Ja. Was stand da? Nie mit Sirup. Okay, ja, genau. Richtig sprudeln, nur Wasser sprudeln, nie zusammen mit Sirup. Ja, das ist das. Der Verschluss, okay. Auf! Am besten, wir schauen uns die Gebrauchsanleitung an. Ja. Ich hasse es, Gebrauchsanleitung durchzulesen. Ja, jetzt schauen wir mal. Aber den Max rufe ich trotzdem wegen diesem Teil. Das machen nicht wir. Ich habe da Angst. Oh mein Gott. Neuer Tag, neues Glück. Ich sitze hier gerade bei uns im Hauseingang. Du bist doof. Das hat er jetzt extra gemacht. Jetzt bringt einen gelben Sack runter. Du bist auch so ein gelber Sack. Jetzt läuft er mir wieder durchs Bild. Ja, schön, Max. Also, hier ist ein Paket angekommen. Und da ist auch was drin für Max seine Freundin, also eigentlich für die Schwester der Freundin. Jetzt wird es kompliziert. Die bekommt nämlich ein Baby. Sie ist schon über dem ET. Wir warten jeden Tag auf die Nachricht. Und da ist was drin. Das packen wir jetzt gemeinsam aus. Wenn der Max weiter Quatsch macht, dann werden wir das niemals auspacken. Max, kommst du? Nö. Nö. Also gut, dann packe ich das jetzt aus. Sorry, ich bin total kaputt. Erzähl euch im nächsten Vlog, was hier schon wieder los ist. Jetzt machen wir aber erstmal das Paket auf. Jetzt hat er sich versteckt. Ja, jetzt hat er sich versteckt. Also, auf geht's. Das ist schwer. Max, helf mir mal bitte. Das ist sau schwer. Sag mal, so ein Speedtest, oder?
So, die Bella hilft jetzt eine Runde mit. Ha, Bella, hilfst du ein bisschen mit? Geht ja ganz schnell. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich euch erzählt habe, wie die Spaghetti alla puttanesca geschmeckt haben. Also die waren richtig lecker. Zwar ein bisschen scharf, aber es ging eigentlich noch voll klar. Muss man natürlich mögen, aber vielleicht war das eine kleine Inspiration für euch. Auch mit der HelloFresh-Box. Vielleicht kann ich euch da inspirieren. Keine Sorge, das ist keine bezahlte Produktplatzierung. Aber falls ihr möchtet, könnt ihr unverbindlich mal unten in die Infobox schauen. Ich habe dazu noch einen Rabattcode für euch. Wie gesagt, ich finde das einfach richtig praktisch. Es ist für mich eine Arbeitserleichterung. Also die kommt jetzt bei mir auch nicht jede Woche. Aber ja, wie gesagt, ab und zu kommt sie. Und ich finde es wirklich richtig klasse. Ich stehe da voll dahinter und kann euch das wirklich ans Herz legen. Vielleicht wollt ihr es ja mal testen. Ansonsten mache ich jetzt hier weiter. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe hier das B. Der kleine Mann wird nämlich Ben heißen. Ich hoffe, dass es der Schwester von der Celine gefällt. Und diese Wolke habe ich jetzt noch für sie. Und dem Max habe ich das bestellt, damit er das der Celine schenken kann. Finde ich nämlich auch total schön. Und ansonsten zeige ich euch jetzt mal im Überblick, was für hier noch eingetrudelt ist. Ich habe für Desenio auch noch einen Rabattcode für euch. Keine Sorge, ich werde da nicht am Umsatz beteiligt, aber ich finde es richtig cool. Es sind 25%. Und zwar nennt er sich Rossella Mia 2019. Damit könnt ihr 25% sparen. Das ist wirklich auch eine ganze Menge. Leider nur noch bis zum 6. Juni. Also falls euch da jetzt irgendwas gefällt, dann schaut gerne mal nach. Ich schreibe euch alle Infos dazu nochmal unten in die Infobox. Der Code, der ist nämlich leider nicht für personalisierte Poster sowie für Rahmen und Handpicked Sachen gültig. Und ja, wie gesagt, alle Infos dazu nochmal unten in der Infobox. Und jetzt mache ich hier mal weiter, verabschiede mich aber an dieser Stelle von euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Wir sind jetzt beschäftigt, die Bella und ich. Na, die Bella schaut nur zu. Oder die chillt sich an mich. Ja, okay. Also wie gesagt, macht's gut. Tschüss.